Ja, sogar im Mittelalter, das ist in der mittelalterlichen Apokryphik, da wird erzählt, wie wieder mal der Heiland und Petrus so übers Land laufen. Das war nach ihrem Namenwechsel, vorher hießen sie Wotan und Baldur oder Zeus und Hermes. Liefen übers Land und da kamen, schwäbische Sage, 77erlei Geister, Krankheitsgichter, Gichter, Gichter und Gichtinnen. Und Gicht war alles, was so zwickt und zwackt. Ja. Und man konnte sie hellsichtig sehen. Das sind diese Geister. Man kann mit ihnen verhandeln. Und man kann, wenn ihr solchen Gichtern und Gichtinnen begegnet, wenn ihr Angst habt, werdet ihr krank. Wenn ihr keine Angst habt und könnt mit ihnen reden, dann sagt ihr einfach, oh, geht weiter da, geht ins Licht, oder geht da in den Baum, oder geht zum Holunder, oder wenn sie ja christlich sind, dann sagen, geht nach Jerusalem. Der Heiland sah die kommen, die Gichter und Gichtinnen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, erzähle ich oft. Die kommen da so her, so auf Zehenspitzen, weil sie kein gutes Verhältnis, so richtig normales, zur Erde haben. Sondern und der Heiland sagte zu ihnen, und der Heiland spricht ja nicht hier so normal, sondern: Wohin des Weges, ihr Gichter und Gichtinnen? Zu verderben, die Menschen ihre Gesundheit, Schrunden an ihre Haut zu machen, zu biegen ihre Gebeine. Da sagt er, ihr Gichter und Gichtinnen, geht hin zu dem Holunder und bump, kramp rein in den Topf. Frau Holle sagte, das Recycling nennt man das heute. Teufel kommt gerade nach Hause. Ja, wie war der Tag? Sagt die Alte. Ja, war schon ganz gut. Hab heute Zecken überall gestreut, Borreliose gemacht. Ich hab den Politikern ins Hirn geschissen. Und aber was gibt's zu essen? Ja, lecker. Und so entsorgt man die Krankheiten. Kann man immer noch machen. So, und jetzt bedanke ich mich für das nette Zuhören.